Ein Franzose hatte ein Sofa, 4 Stühle und einen Sessel geschenkt bekommen. Setzt sich der Franzose auf den Stuhl am Fenster, dabei möchte er lieber auf dem Sofa liegen. Legt sich der Franzose auf das Sofa, möchte er eigentlich lieber im Sessel sitzen. Steht der Franzose vom Sofa auf und setzt sich in den Sessel wie ein König. Geht ihm auch schon durch den Sinn, auf dem Sessel sei es doch grauenhaft pompös. Lieber einfach auf dem Stuhl. Setzt sich der Franzose wieder auf den Stuhl am Fenster. Nur hält es den Franzosen nicht auf diesem Stuhl, weil es am Fenster irgendwie zieht. Setzt sich der Franzose auf den Stuhl am Ofen und spürt, er ist müde. Da beschloss der Franzose, sich auf das Sofa zu legen und auszuruhen. Aber kaum beim Sofa angekommen, wandte er sich ab und setzte sich in den Sessel. Hier ist es schön, sagte der Franzose, setzte aber sogleich hinzu, auf dem Sofa ist es aber sicher schöner. Setzt sich der Franzose auf den Stuhl am Ofen und spürt, er ist müde. Aber kaum beim Sofa angekommen, wandte er sich ab und setzt sich in den Sessel. Lieber einfach auf dem Stuhl. Setzt sich der Franzose auf den Stuhl am Fenster? König! Steht der Franzose vom Sofa auf und setzt sich in den Sessel wie ein König. Auf dem Sofa ist es aber sicher schön. Da beschloss der Franzose, sich auf das Sofa zu legen, eigentlich lieber im Sessel zu liegen. Nur hätte es den Franzosen nicht auf diesen Stuhl. Da beschloss der Franzose, steht der Franzose vom Sofa auf und setzt sich in den Sessel wie ein König. Ich habe jetzt hier mal so einen Loop gebaut mit so ein paar Zufallsabweichungen, wie es der Regisseur mir gesagt hat. Jetzt ist er aber leider weg mit der Schauspielerin und ich würde auch mal was essen gehen wollen. Sie können ja vielleicht noch ein bisschen weiter zuhören und wenn sie dann genug haben, können sie einfach ausschalten. Ja, viel Spaß und schönen Tag noch. Tschüss! Wandte er sich ab. Da beschloss der Franzose, sich auf das Sofa zu legen. Nur hält es den Franzosen nicht auf diesem Stuhl. Aber kaum beim Sofa angekommen, wandte er sich ab und setzte sich der Franzose auf den Stuhl am Fenster. Da beschloss der Franzose, sich auf das Sofa zu legen und auszuruhen. Setzt sich der Franzose auf den Stuhl am Ofen. Setzt sich der Franzose auf den Stuhl am Fenster. Auch schon durch den Sinn auf dem Sessel sei es doch grauenhaft pompös. Da beschloss auf dem Stuhl. Nur hätte es den Franzosen nicht auf diesem Stuhl sitzen. Setzt sich der Franzose auf den Stuhl am Fenster, der kaum beim Sofa angekommen, wandte er sich den Sinn, setzte sich in den Sessel, da am Fenster irgendwie nicht auf den Sessel, dabei möchte er lieber auf dem Sofa liegen. König! Setzt sich der Franzose auf den Stuhl am Fenster, geht ihm auch schon durch. Möchte er eigentlich lieber im Sessel lieber einfach auf dem Stuhl. Sagte der auch schon durch den Sinn, auf dem Sessel setzt sich der Franzose auf dem Sofa. Dabei möchte er legt sich der Franzose auf das Sofa. Aber kaum beim Sofa angekommen, auf dem Sofa möchte er eigentlich lieber im Sessel sitzen. Setzt sich der Franzose auf den Stuhl am Fenster, sei es doch grau. Setzt sich der Franzose auf den Stuhl, möchte der Franzose nicht auf diesem Stuhl sitzen. Möchte er eigentlich lieber im Sessel sitzen. Setzt sich der Franzose wieder auf den Stuhl am Fenster, hält es den Franzose nicht auf diesem Stuhl, weil es am Fenster irgendwie zieht. Da beschloss der Franzose, sich auf das Sofa kaum beim Sofa angekommen, wandte er sich und setzte sich in den Sessel. Nur möchte es den Franzosen nicht auf diesem Sessel sitzen. Na, hier ist es schön. Möchte er eigentlich lieber im Sessel sitzen, wandte er sich auf dem Sessel, der Franzose.
Aber kaum beim Sofa an. Lieber einfach auf dem Stuhl. Legt sich denn das Irre auf das Sofa? Setzt sich denn der Franzose auf den Stuhl am Fenster? Könnte der Franzose? Setzt sich der Franzose wieder auf den Stuhl am Fenster? Hält es den Franzosen auf diesem Stuhl? Weil es am Fenster irgendwie zieht. Hält es den Franzosen nicht auf diesem Stuhl? Aber kaum beim Sofa angekommen, wandte er sich ab und setzte sich in den Franzose auf dem Sofa am Fenster. Dabei möchte er lieber auf dem Schloss der Franzose sich auf das Sofa zu legen. Setzt sich in den Sessel wie einen König. Setzt sich der Franzose auf das Sofa zu legen und auszuruhen. Geht ihm auch schon durch den Sinn. Hier ist es schön. Da ist auch schon durch den Sinn auf dem Sessel, sei es doch grauenhaft pompös. Aber kaum beim Sofa angekommen, hier ist es schön. Setzt sich in den Sessel wie einen König. Auf dem Sofa ist es aber sicher schön. Da beschloss der Franzose sich auf das Sofa zu legen. Setzt sich der Franzose am Ofen und spürt. Er ist müde, setzte aber sogleich hinzu. Steht der Franzose vom Sofa auf und setzt sich in den Sessel wie ein Schwür. Da beschloss der Franzose, sich auf das Sofa zu legen und auszuruhen. Setzt sich der Franzose und er sich ab und setzt sich in den Sessel. Ach so, Abmoderation fehlt noch. Also, Sie hörten ein Franzose von Daniel Harms. Es sprach Anna-Paula Muth, Ton und Musik Bernd Schumann, eine DT3-Hörspielproduktion, Deutsches Theater Göttingen, Mai 2020. Spürt, weil es am Fenster ist, aber kaum beim Sofa setzt sich der Franzose auf den Stuhl, wandte er sich ab und spürt, er ist sich müde. Dabei möchte er lieber auf dem Sofa zu legen. Möchte er eigentlich lieber im Sessel sitzen? Den Franzosen nicht auf diesen Stuhl. Kaum beim Sofa legt sich der Franzose auf das Sofa. Legt sich der Franzose aber kaum auf beim das Sofa, Sofa angekommen, wandte er sich ab und setzt sich in den Sessel irgendwie. Setzt sich der Franzose auf den Stuhl am Fenster? Setzt aber sogleich hinzu, weil setzt sich der Franzose wieder auf den Stuhl am Fenster? Nur hält es den Franzose nicht auf, aber kaum beim Sofa angekommen, setzt sich der Franzose wieder auf den Stuhl am Fenster? Nur hält es den Franzosen nicht auf, wandte er sich am Fenster irgendwie. Auf dem Sofa war.